mit genügend Fantasie. Die haben einen dicken weißen Kopf und einen langen, spitz zulaufenden Schwanz. Na, am Ende des Tages hat der versilberte Arnos recht. Ist das der mit Multischuss? Nee, ne? Doch, das ist der mit Multischuss. Einzelschuss, Multischuss. Andreas, schön, dass du da bist. Sebastian. Die Frage ist, möchtest du Spiel in Zeug oder Andreas genannt werden? Ich möchte, du kannst mich auch Hannes nennen, wenn ich das glücklich mache. Hannes, schön, dass du da bist. Dankeschön. Was treibt dich heute her? Das ist eine gute Frage. Langeweile. Das ist so immer die beste Voraussetzung. Ja. Sommerpause. Von der Steckdose bis zum Rasenmäherroboter, vom Mauspad bis zum E-Bike. Das offenbar kontroverseste Thema der Welt erwartet mich. Sehe ich das richtig, dass kein Netzteil mehr dabei ist? Fantastische neue Welt. Mal hier und da gegen einen Ast, ein Gebäude oder einen Baum fliegen. Schön, dass du da bist. Seit wann kennen wir uns? Das weiß ich nicht genau. 2019. Wir kennen uns auch erst seit 2019, seit Nexter. Nee, wir haben uns schon mal vorher gesehen. Bei YouTube. Doch, nee. Doch, da saßt ihr sehr lustlos in irgendeinem Workshop hinten drin. Ach so? Und ich saß lustlos weiter vorne. Okay, hab ich ignoriert. Und da haben wir, glaube ich, auch mal in der Mittagspause flüchtig ein Wort gewechselt. Aber gut. Wir wollen nicht auf Details rumbleiben. Genau. Die Frage ist, wer bist du eigentlich? Und das wollen wir gerne feststellen anhand der drei Gegenstände, die du mitgebracht hast. Ich habe einen HomePod dabei. Warum? Weil der gelegentlich im Bild rumsteht und dann fühle ich mich hier gleich ein bisschen zu Hause. Ich weiß nicht, wie weit der Bildausschnitt geht. Das stimmt, der steht meistens neben dir mit dieser schönen grünen Ikea-Pflanze. Ja. Die kein Wasser braucht. Das stimmt. Das fand ich ungewöhnlich. Ja. Die Frage ist, was er jetzt vorhat. Toni, wo ist er? Toni? Naja, ich bin hier im fremden Gebiet. Du bist zumindest eine Unterzahl. Und dann habe ich, das hätte ich jetzt vielleicht auch noch sauber machen können, ne? So ein bisschen Paketklebeband dran. Ah, das ist dein Unboxing-Messer? Das ist mein Unboxing-Messer. Ah, sieht man das in Videos? Zeitweise weniger, früher sehr viel und jetzt wieder mehr. Und gut, in letzter Zeit habe ich die Unboxings rausgeschnitten. Ich sehe es mehr in meinen Videos als die Zuschauer. Du bist ein Tech-YouTuber, ist für uns hier auf unserem Kanal relativ ungewöhnlich. Also vom Inhalt her. Ja. Ja. Wir sind ja eher so die Werkzeughandels. Ja. Aber uns verbindet eine lange, lange Bekanntschaft, eine tiefe, innige körperliche Freundschaft. Ja, vor allem sehr körperlich. Nein, aber du machst ja, du bist ja eigentlich, ja, wie kann man das eigentlich sagen? Du bist ein Smart Home. Ach so. Ein Smart Home Tech-YouTuber, der eigentlich eine Menge Quatsch macht. Mit einer eigenen Meinung. Und das verbindet uns. Ja, mit einer eigenen Meinung, der auch nicht immer alles so ernst nimmt. Eins deiner interessantesten Videos fand ich, wo du mal irgendwann gesagt hast, ich mache das jetzt, das war für eine Sonos Soundbar. Da hast du immer gesagt, nee, also ich gucke mir jetzt die Specs an, ansonsten höre ich mir das an, der Rest ist mir egal. Wenn ihr irgendwas, wenn ihr es noch tiefer wissen wollt, geht ihr woanders hin. Da warst du ziemlich klar in dem, dass es eben nicht darum geht, halt die letzte Schraube nochmal zu auszudefinieren, sondern dass es um den Nutzer geht und um was ist deine Meinung zu dem Gerät. Ja. Und das machen viele ja anders. Viele gehen da anders vor und der Kanal lebt ja eigentlich von dir. Naja, ich versuche ja am Ende des Tages ein bisschen, also erstmal vielen Dank für die Einordnung, was ich eigentlich so mache. Weil das ist meine Sicht darauf. Ja. Nee, die ist aber, also tatsächlich ist es, also ich beschränke mich ja meistens darauf zu sagen, ich mache Quatsch im Internet. Aber das ist ein bisschen genauer gewesen. Ja, am Ende des Tages versuche ich ein Video zu machen, das ich mir gerne angucken würde. Bedeutet ja nicht unbedingt, dass es ein Video ist, das jemand anderes so machen würde oder so sehen wollen würde. Am Ende mache ich das, was ich sehen wollen würde. Hm. Und wenn es jetzt um eine Soundbar geht, und das ist Zufall, weil also gerade wieder ein Video in der Pipeline ist, wo ich auch nochmal sage, ich könnte jetzt hier erzählen, wie viele Treiber, wohin, wie viele Hoch- und Tieftöner und so. Aber gerade bei einer Einsteiger-Soundbar interessiert das wirklich keine Sau. Also jemand, der losgeht und sich eine verhältnismäßig günstige Soundbar kauft, den wird nicht interessieren, wie viele Hoch- und Tieftöner wohin feuern, sondern der will wissen, ne, wenn ich das unter meinen Fernseher lege, klingt das besser oder schlechter als der Fernseher. Ja, aber das macht dich schon zu einem anderen Kanal. Und natürlich liegt der Kanal von dir und den Lichtern, die du hinten immer hast. Ja, finde ich super, haben wir heute auch mal extra für dich hier hingestellt. Und das sind ja sogar welche, die ich auch habe. Damit machst du ein Licht? Manchmal für so B-Roll-Aufnahmen und so. Ach so, ja, wenn's nicht in meinem Hintergrund, nee. Das ist das gute Licht.
Das ist zumindest ein bisschen stärker. Du hast einen YouTube-Kanal mit inzwischen 298 Millionen Abonnenten. Ja, ich glaube, das ist die korrekte Anzahl, ja. Nein, irgendwo so zwischen 250 und 300.000 Abonnenten hast du inzwischen angesammelt. Und vor allem in den letzten 2,5, 3 Jahren hast du ja ein gigantisches Wachstum hingelegt. Und hast eine Sache, die sehr viele Leute ihr eigen nennen mit YouTube-Kanälen. Du hast viele Kommentare bekommen. Und ich würde gerne mal auf 1, 2 Kommentare eingehen, okay, die Leute bei dir so hinterlassen haben. Vielleicht kannst du mir mal Feedback geben, weil du hast nicht darauf geantwortet. Also gedacht, wir erinnern dich heute nochmal hier an der Stelle an einige Kommentare. Aber nett, dass ihr meine Community-Arbeit für mich übernehmt. Natürlich. Okay. Im letzten Video zur WWDC kam unten drunter der Kommentar, der Plural von Status ist nicht Stati. Ja. Wie stehst du dazu? Ich habe diesen Kommentar, den habe ich tatsächlich gesehen, aber es, also um vorwegzunehmen, also ich versuche immer dann auch an den Tagen der Veröffentlichung auf die Kommentare zu antworten, aber es ist halt in der Summe dann auch schon ganz schön viel und irgendwann so nach ein paar Stunden, je nachdem was an dem Tag noch so anliegt, komme ich einfach nicht mehr mit. Den habe ich tatsächlich gelesen und habe überlegt, wie ich damit umgehen möchte, und ich habe diesen Kommentar sogar schon bei früheren Videos bekommen, also es ist ein Sprachfehler bei mir, offensichtlich. Ich habe sogar im Duden nachgeschaut, ob das Ganze stimmt. und es ist offensichtlich richtig, dass man jetzt nicht bei Mehrzahl von Status, dass man da wirklich Status sagen würde. Die Frage ist... Was klingt besser? Ja gut, das ist nicht unbedingt der Maßstab, wenn man korrekt sprechen möchte. Aber ich habe mich gefragt, bei welcher Aussprache bekomme ich mehr Kommentare von Leuten, die mich für bekloppt halten. Ja. Und habe mich entschieden, ich bleibe bei Stati. Du bist jemand, der fest in seiner Meinung ist. Ja, wunderbar. Etwas, was mich auch interessiert, ja. Hast du nicht vor, mal wieder ein Video zu machen zum Thema Bewässerungsumbau? Ja. Also nicht, weil ich das unbedingt vorhabe, ein Thema dazu zu machen, aber einfach, weil die Bewässerungsanlagen... Und interessant fand ich übrigens, dass der Regner, der bei dir momentan nicht funktioniert, dieser Vierecksregner, als du ihn eingebaut hast, habe ich gesagt, nee, jetzt brauche ich mit dem nicht mehr reden, dass der scheiße ist. Aber lass uns das Thema... Ich meine, das sieht ja keiner, aber das haben mir auch, bevor ich den eingebaut habe, genug Leute gesagt. Ah, okay. Du hast gesagt, wie bei Stati... Ich ziehe das durch. Nein, tatsächlich habe ich von einigen Leuten gehört, dass die ein Zuverlässigkeitsproblem haben. Ich habe aber auch bei unserem Nachbarn gesehen, der die seit längerer Zeit erfolgreich im Einsatz hat. Habe gedacht, okay, finde ich jetzt für mich raus, was die Wahrheit ist. Ja, jetzt weißt du, dass alle recht hatten. du hast vor kurzem die besten AirPods sind nicht von Apple als Titel gehabt. Ja. Und da hat jemand geschrieben, die sehen aus wie Spermien. Siehst du das auch so? Na, am Ende des Tages sehen ja viele weiße, kabellose, also auch die AirPods sehen ja, weiß ich nicht. Mit genügend Fantasie, die haben einen dicken weißen Kopf und einen langen, spitz zulaufenden Schwanz. Okay. Ja, meinetwegen. Dann ist das halt so, ja. Okay, also ich sehe mich ja zum Glück nicht, wenn ich die drin habe. Also für den Zuschauer, er hat gesagt, sieht so aus, finde ich gut. Bei deinem Video zum Thema Homeweg H30 Infinity, ja, habe ich nicht gesehen, muss ich zugestehen. Ja. Hattest du den Kommentar, super Video, danke für deine Einschätzung. Ja. Warum hast du Rücken und warst du wieder zu lange auf der Mutti? Warum ich Rücken habe? Das ist relativ einfach zu beantworten, als jemand, der mindestens seit so früher bis mittlerer Jugend jeden Tag vorm Rechner sitzt. Das, was einem jeder Arzt und Physiotherapeut sagt, wenn du den ganzen Tag nur sitzt, nicht gut für den Rücken, wie sich herausstellen sollte, früher oder später behalten sie recht. Machst du gar keinen Sport? Mittlerweile mehr. Okay, was heißt das? Also was für Sport machst du? Würde mich wirklich persönlich interessieren. Nee, im Moment mache ich das, was sich logistisch gut in so einen Familienalltag einbinden lässt, und mache hier Apple Fitness Home zu Hause vorm Fernseher rumhampeln. Du hast eine Zahnbürste getestet. Ja, das ist korrekt. Ja, fand ich sehr interessant. Mhm. Und der Kommentar hier fand ich auch super. Mhm. Moin. Der Anfang finde ich schon gut an. Du bist so herrlich stumpf. Das könnte man eigentlich so stehen lassen. Mein Respekt, über so eine ödelige Zahnbürste ein Video mit 24 Minuten zu machen. Und er hat sich scheinbar komplett angeguckt, aber fragt sich, benutzt du den Scheiß auch noch selber?
Ich benutze diese Zahnbürste bis heute, ja. Also mit einem anderen Aufsatz mittlerweile, aber die gleiche Zahnbürste, ja. Und wie schaffst du es, ein 24-minütiges Video über so eine Zahnbürste zu machen? Weil ich meine, die machst du an, die putzt, ja. Das Video ist schon eine Weile her, ich weiß es nicht. Aber normalerweise mache ich halt, nehme ich auf, was ich sagen will und schneide das dann so weit es geht zusammen. Und dann ist das Video so lang, wie es lang ist. Das stimmt. Aber das ist auch faszinierend. Die Leute gucken sich bei dir ja eigentlich gefühlt Themen an, die sie vielleicht nicht interessieren. Aber sie gucken sich das wegen dir an. Zähneputzen ist schon wichtig für jeden, muss man sagen. Ist jetzt nicht so meine... Nein, war ein Spaß. Also ja, da hast du schon recht. Da hast du schon recht. Aber es gibt eine Sache, die alle deine Videos vereint. Also du bist dabei, aber es gibt noch eine andere Sache. Was ist der größte Counter an Plop-Sounds, den du in deinen Videos benutzt hast? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mitgezählt, aber es ist tatsächlich so, dass das hin und wieder sich vermehrt einschleift und man sich dann hin und wieder dann auch mal ein Video anguckt und sagt, ist vielleicht wieder ein bisschen viel geworden und fahren wir jetzt mal wieder ein bisschen runter. Aber manchmal machst du schon sehr inflationiert, so plupp, 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 plupp. Kommt schon vor, aber ich mag den Sound. Ja, danke. Sehr vielleicht gut. Sollte ich einen eigenen ASMR-Kanal nur mit diesen... Dann kommst du zu den nächsten Millionen. Das wäre nämlich auch im selben Video, selbe Frage. Ich finde es gut, dass du 200.000, dass du schon von 200.000 Abonnenten leben kannst. Ja. Mhm. Die Frage ist, was machst du mit deinen YouTube-Millionen, die du sonst noch so hast? ich spare noch drauf hin. Auf deine Millionen? Auf die YouTube-Millionen. Ja. Auf die YouTube-Millionen. Untertreibt man nicht. Das ist eine Multimillion dann wahrscheinlich. Nein, Spaß, das ist ja immer wieder das Thema. Wir hatten mal bei uns auf dem Kanal den Mythos, dass jeder Abonnent pro Monat 10 Euro bringt. Das wäre gut. Wär nicht schlecht, oder? Ja, das wäre ein Leben, an das ich mich gewöhnen konnte. Ja. Könnte. Ja. Ja, nee, tut es nicht. Ja. Also die Frage ist ja auch immer, also mit wie viel Gewissen man bei so Kooperationen und so daran geht. Und das sieht dann leider schon die Geldverdienmöglichkeiten massiv aus, weil man irgendwie sagt, man möchte jetzt keine Spiele bewerben, die irgendwie kleine Casinos für Kinder sind. Hm. Oder, das stimmt, ja. Ja, es wäre sehr lukrativ. Das stimmt. Die Anfragen kenne ich und die nehme ich immer alle an. Ja. Ja, selbstverständlich. Naja, so eine Halle bezahlt sich nicht von alleine. Ne? Richtig, richtig. Ja. Wir wollen den Kindern das Geld nur aus der Tasche ziehen. Ja. Das Thema Garten kommt bei dir schon öfter vor. Ja. Ja. Da hat jemand eine interessante Meinung, wo ich sage, kann man mal drüber nachdenken. Garten. Wo? Das kleine Geschisse, da hat meine Schildkröte ja mehr Auslauf. Ja, ich habe den Kommentar gelesen, ich habe mich köstlich amüsiert. Mir fiel nichts ein, was ich darauf hätte noch sagen sollen und habe den einfach so stehen lassen. Ja, hast du noch im Kopf, wer diesen Kommentar gelesen hat? Der Kommentator hieß, und deine Community scheinbar sehr kreativ in den Namen, Versilberter Anus. Ach so, ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, nee, fand ich, also wenn Beleidigungen auf so einer Ebene stattfinden, dann ist es okay. Das ist alles super. Also ich will, wenn man hinterher dieses Bild auch noch vor Augen ablaufen lässt und sagt, naja, am Ende des Tages hat der versilberte Arnos recht. Was, ne? Also es ist ein winziger Garten und sicherlich nicht notwendig, da alles zu automatisieren. Auf jeden Fall. Ich mach's trotzdem. Stimmt, wir wollen jetzt mal rausbekommen, was ist dir lieber, A oder B? Und die Sendung heißt ja auch nicht ohne Grund festgenagelt. Ja. Und dafür brauchen wir ein Requisit und das gibt uns jetzt Toni. Toni reicht uns gerade unser Spielzeug. Ja. Das heißt, wir spielen jetzt ein Spiel. Und zwar... Ich möchte nicht, dass hier jemanden schaffen... Nagler auf mich richtet. Ich merke schon, wir haben ein großes Vertrauen hier zwischen uns schon aufgebaut. Ja. Wir legen mal erstmal noch zur Seite. Ja. Und zwar machen wir Folgendes. Ja? Du bekommst jeweils zwei Gegenstände. Der Gegenstand, der dir lieber ist, ja, dazu gibt es natürlich noch eine Frage, der Gegenstand, der dir lieber ist, ja, den darfst du dann mit diesem wunderschönen Gerät, mit Akku dann, entsprechend passiert nichts. Nichts drin. Mit dem darfst du dann nageln. Ist das der mit Multischuss? Nee, ne? Doch, das ist der mit Multischuss. Einzelschuss, Multischuss. Ich war einmal auf dem Schießstand und fand das sehr unangenehm. Ja. So, jetzt probier es mal aus. Und jetzt drücken. Ja. Knallt. Frage Nummer 1. Maus? Ja. Was ist lieber? Maus oder Tastatur? Also womit arbeitest du lieber? Okay.
Und Tastatur. Steuerung Z, ja. Wunderbar. Okay. Ein generischer Wi-Fi-Repeater. Ein generischer Wi-Fi-Repeater, der wunderbar funktioniert. Ja. Oder Kabel. Ja. Hält. Wunderbar. Tennis oder Frisbee? In der Theorie oder in der Wirklichkeit? Du kannst vielleicht auch in deiner Gedankenwelt die Gedankenwelt erzählen. Also die Sache ist, da ich noch nie Tennis gespielt habe, kann ich da nicht viel zu sagen. Aber ich hätte eigentlich großes Interesse, aber tatsächlich in der Praxis findet halt eher das statt. Aber ich glaube, ich habe durch deine Frisbee geschossen. Aber vielleicht müssen wir die einfach auf den verschichten. Ja. Die Antwort ist nein. Ich glaube, deinen Frisbee möchte ich als Souvenir mitnehmen. Sehr gerne. Smart Home oder Klassik? Geht. Ich habe noch nie so leicht einen Thermostat installiert. Frage, kommt von Tui, ich habe es mir nicht ausgedacht. Mit Teller oder ohne Teller? Nee, leider ohne, weil der würde einfach nur kaputt gehen. Ja. Schnitzel, also das heißt Fleisch, ja, Fleisch oder Gemüse. Oder in dem Fall Obst wahrscheinlich. Ja, was denn jetzt? Also du musst schon eine klare Frage stellen. Geht es um Banane oder Schnitzel? Geht es um Pflanzenprodukte oder Tiere? Ja, dann geht es um Banane oder Schnitzel. Ja, dann ist die Antwort leider ganz einfach. Der Schnitzel hält nicht. Ja. Nee, Bananen habe ich noch nie gegessen. Also das stimmt nicht. Ich habe Bananen gegessen, aber Bananen habe ich noch nie gerne gegessen. Holz hacken oder Holz sägen? Die Frage ist ja, also geht es um Feuerholz? Natürlich. Ach so. Ja, dann sind wir natürlich hier. Ein bisschen Schnitzel mit dran genagelt. Ein ganz fantastisches Spiel. Jetzt wird's schwierig. Und zwar, die Frage ist, lieber Fachzeitschriften, ja. wie die Bravo, oder Blogs? Moment. Okay. Entweder haben wir ein Surface-Book, ja. Ist dir das Surface-Book lieber, oder dieses wunderschöne, gerade zurückgesetzte iPad? Naja, ich meine, das hier ist halt schon ein, also das ist ja die Frage immer, wofür, ne? Ja. Also, Fürs tägliche Arbeiten würde ich wahrscheinlich tatsächlich lieber das nehmen. Aber zum Nageln? Nee, ich glaube, ich bleibe bei meinem... Gut, haben wir das auch geklärt? Wir haben ihn leider nicht persönlich herbekommen. Ja. Ja. Das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen. Mit wem würdest du lieber mal abends ein Bier trinken? Ja. Nummer 1, Nummer 2. Für euch auch. Abends ein Bier trinken macht die Frage tatsächlich wieder ein bisschen schwieriger. Genau. Es geht nicht allgemein, wenn du lieber hast, sondern hier. Also meine Antwort wäre klar. Also ja. Ich würde auf jeden Fall ihn nehmen. Der scheint mir der entspanntere Dude zu sein. Aber vielleicht. Das stimmt, aber die interessanteren Gespräche, glaube ich, würde ich mit dem Verrückteren von beiden führen. Da weiß ich nicht, wer verrückter ist. Brad Pitt oder Elon Musk? Schwierig. Also gerade die letzten Monate machen es mir schon ein bisschen schwer, irgendwie zu sagen, Elon Musk. Aber ich glaube, ich hätte mehr Interesse daran, was aus seinem Gehirn rauskommt an Informationen als... Moment. Okay. Um des Anscheins halber, bitte nicht durch den Kopf nageln, sondern bitte daneben. Das könnte vielleicht den falschen Eindruck erwecken. Gut, ist fest. Ja, ich glaube, es ist fest genug. Ja. Können wir hier ein bisschen unter das festgenagelte iPad stecken? Das stimmt. Ja, ich glaube, die passen auch ganz gut zusammen. Ja. Die letzte Frage von mir ja. ist eigentlich, wer sollte hier als nächstes mal festnageln? Wen du hier mal festnageln solltest? Ja, wer sollte hier an deiner Stelle hier das nächste Mal festnageln? Die übernächste Person, die dich besuchen kommt. Warum nicht die nächste? Weil das so einfach wäre. Dann würde ich sagen, tschüss. Tja, dann würde ich sagen, lasst hier ein paar schöne Kommentare da, die Sebastian dann sicherlich alle vorbildlich bearbeiten wird, damit ihm das nicht unterläuft, dass es keine Antworten auf die Kommentare gibt. Und ansonsten abonniert den Kanal und dann sehen wir uns wahrscheinlich nie wieder. Tschüss.